Ja, guten Morgen zum neuen Video. Ich bin noch ein wenig leicht verstimmt vom Season Opening, also nicht wundern, wenn meine Stimme ein bisschen versagt zwischendrin. Ich gebe mir beste Mühe, laut zu reden, aber es ist gar nicht so einfach. Es war auf jeden Fall eine geile Party. Wir haben uns gedacht, wir zeigen heute einen F80. Und ich weiß, wir haben da schon relativ viele Videos drüber gemacht, aber ich finde den Umbau so geil, dass ich den eigentlich euch ein bisschen zeigen wollte. Das wird so ein riesen Umbau, ich glaube, weil ja immer viele fragen, was sowas kostet, können wir vielleicht gleich mal vorab wieder machen, bevor ich es vergesse. Ist ein Umbau für 39.000 Euro. Ja, ihr habt richtig gehört, da kaufen sich andere, glaube ich, einen Kleinwagen auch nicht mehr, ne? Also schon Mittelklassewagen da drum. Deswegen wollte ich das eigentlich mitfilmen, weil das ein richtig fetter Umbau wird. Ich muss da jetzt aber leider ablesen, weil das sind so viele Sachen, das geht auch noch nicht ganz in meinem Kopf rein. Wir fangen mal von oben an. Es wird geben Softwareoptimierung. Da der Kunde mit Track fährt, haben wir gesagt, wenn wir da zwei Maps bauen, einmal quasi eine kleine GTS-Map, sage ich jetzt mal, so 500 PS, 650 Newtonmeter rum ungefähr. Dann nochmal eine größere Map mit 550 PS und 700 Newtonmeter wird es noch geben. Gizmo, müssen wir ein bisschen auf den Gizmo aufpassen, der ist nämlich heute bei mir, gell? Ja. Ja, klar, Leistungsmessung vorher, nachher. Getriebeoptimierung machen wir auch mit. Quasi wie GTS, können wir sagen, dazu. Dann gibt es eine Aulitzki Exhaust, ab Turbo, also einmal die lange Downpipe mit Endschalldämpfer, also einmal komplett von Turbos hinten durch. Dann haben wir Crank-Up, wir haben einen kompletten Crank-Up bauen wir ein. Ja, kennt ihr, zeigen wir euch später nochmal dann soweit. Dann haben wir ein bisschen Ölfilterwechsel, das gehört beim Crank-Up alles mit dazu. Achsvermessung gehört auch zum Crank-Up. Dann gibt es noch gleich ein paar Zündkerzen. Die machen wir da auch mit rein, ein paar geänderte. Dann die Pipercross Luftfilter kommen mit rein. Dann haben wir CSF Kühlerpaket, das steht da drüben. Das kennt ihr auch wahrscheinlich schon, das können wir uns später auch nochmal angucken dann. Zu dem CSF Kühlerpaket gibt es dann auch noch gleich die Charge und Boost Pipe. Dann haben wir noch KW V4 mit Domlager und Querlenker hinten mit dabei. Die kommen auch mit rein, da werden wir dann dementsprechend dann das Setup auch basteln. Kundenvorgabe sind so ein bisschen Straße und Track, weil er fängt damit jetzt gerade erst an und wird dann irgendwann nochmal kommen und lässt dann komplett für den Track noch gar umbauen. Das ist dann so jetzt das Ziel, was wir mit dem Umbau vorhaben. Ich denke, da können wir dann bestimmt auch einen Teil 2 drüber machen, weil jetzt machen wir so, so Track Day mäßig, wo er ab und zu auf den Track Day fährt und voll auf die Fresse gibt es dann hinterher für die Rennstrecke. Dann haben wir noch Stabilisatoren von H&R mit verbaut. Kommt das Stabi-Kit, dann das Bremsenkühlungskit von Speed Engineering haben wir da, das kommt auch mit rein. Dann natürlich passend Stahlflexleitungen und Bremsflüssigkeit. Da kommt die RB660 mit rein von Motul für die höheren Temperaturen. Dann haben wir hier noch jede Menge CS-Carbon-Teile, also CS-Frontlippe, Heckdiffusor Performance, Carbon-Spiegelkappen, Heckspoiler CS. Das wird es von Aerodynamik-Teilen gewesen sein. Dann haben wir einen kompletten ProTrack-Radsatz schon vorbereitet mit Michelin Cup 2, der liegt auch so drüben, dass der Kunde immer wechseln kann. Also der wird dann quasi die Originalen, die jetzt drauf sind, bekommen 4 neue Reifen. Und der ProTrack-Radsatz wird dann quasi hergenommen für die Rennstrecke, die steckt er dann einfach immer kurz davor um, hat er gesagt, bevor er am Trackday fährt. Und dann haben wir halt noch ein paar so Kleinigkeiten, TÜV-Eintragungen, Start-Stop-Kodierungen, Gurtpiepen deaktivieren. Welche soll man wegen Smart Repair machen? Vorne links können wir uns mal angucken, da ist ein Kratzer drin oder sowas. Und ja, Lenkrad kommt noch mit rein, steht hier, das habe ich noch gar nicht gewusst, das hat er schon noch nachgeordert bei den Jungs. Gut, also ich habe gesagt, wir fangen jetzt mal an zu arbeiten, zeigen euch dann einfach im Laufe des Videos, was da alles so am Start ist. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wir fangen mit dem Crank-Up an. Den kennt ihr ja schon aus den letzten Videos. Danach geht es weiter mit wahrscheinlich Fahrwerk, wenn wir die Achse ausgebaut haben. Und zusätzlich den Kühler, weil der Lüfter ja raus muss. Aber das kommt später noch alles. Jetzt zerlegen wir erstmal. Da sind wir noch gut wegen beschäftigt.
So, ihr habt jetzt gesehen, ich habe die Bremssättel ausgebaut. Hat den Hintergrund, der bekommt eh noch Stahlflex-Bremsschläuche. Und dann müsste man eh entlüften, deswegen habe ich gleich die Bremsschläuche rausgemacht. Die waren dann eh im Müll. Die Sättel habe ich beiseite gelegt, dass sie auch nicht zerkratzt werden. Normal klebt man die schön ab und hängen die ans Rathaus hin. Eine Bremsbelüftung bekommt er auch noch. Deswegen haben wir gleich das originale Ankerblech gleich weggebaut. Genau, die Federbeine haben wir auch gleich mit rausgemacht. Normal bleiben die alles mit dran hängen. Aber bei dem, da ihr eh alles neu bekommt, ja. So, wir haben den Crank Hub jetzt einmal eingebaut, testweise, nachdem wir gebohrt haben und mit der Reibale nochmal die Löcher entgradet haben und dann noch ein wenig aufgeweitet haben, dass das perfekt passt. Jetzt überprüfen wir nochmal hier, dass wir auch hier kein Grat haben, also heißt, dass diese Auflagefläche auch wirklich plan aufliegt. Ja, schaut gut aus. Wie gesagt, jetzt bauen wir zusammen. Hier haben wir den Ölpumpentrieb. Natürlich wird der Simmering unten kuppelwellenseitig auch mitgetauscht. Ja, die Steuerzeiten haben gepasst soweit. Jetzt bauen wir das zusammen. Also heißt Ölwanne hin. Bevor wir die Achse hinbauen, machen wir noch die Downpipes gleich raus und die neuen rein. Tun wir uns gleich viel leichter, wenn eh schon alles zerlegt ist. We'll be right back.
So, Achse ist drin. Wir haben jetzt Dämpfer vorne vorbereitet, Stabi vorne und die Ankerbleche von Speed Engineering. Die bauen wir jetzt ein. Dann können wir eigentlich vorne wieder ziemlich alles zusammenbauen. Und dann geht es später weiter mit Abgasanlage und Stabi hinten und Fahrwerk hinten, also noch ganze Liste. So, wir haben das originale Ankerblech gegen das von Speed Engineering eingetauscht. Das schaut ein wenig anders aus. Das hat hier so eine kleine Öffnung. Der Schlauch und diese Luftführung, die zeigen wir euch dann. Aber erst bauen wir jetzt mal hier noch das Ankerblech fertig zusammen. Das Fahrwerk komplett fertig ein. Und dann später, wenn wir den CSF-Kühler, den vorderen Kühler gemacht haben, kommt die Radhausschale rein und dann können wir auch diese Luftführung einbauen. So, natürlich dürfen die Stahlflexbremsschläuche nicht vergessen. Wir haben ja die alten schon rausgebaut, deswegen haben wir auch die Sättel komplett ausgebaut. Ja, rein damit und dann geht's weiter mit Stoßstange zerlegen. So, oben ist soweit zusammengebaut. Die Abdeckungen oben lassen wir noch weg, da haben wir noch Sturz einstellen müssen später. Ja, dann Stoßstange runter, Kühler rein, CS-Flippe dran und dann geht es dann weiter später mit der Downpipe. Wir haben jetzt das System entlüftet über Unterdruck, also heißt, wir haben die ganze Luft rausgezogen und haben dann das Kühlwasser reinfließen lassen, in Anführungszeichen. Ja, System ist entlüftet, dicht ist es auch soweit. Dann machen wir weiter mit der CS-Lippe und dann kommt die Stoßstange gleich wieder drauf. So, Stoßstange ist soweit drauf, Bremsenkühlung ist auch soweit verbaut. Ja, wie gesagt, bauen wir nach unten komplett zusammen und dann geht es weiter
entweder mit Stabi-Fahrwerk hinten oder mit Downpipe-Abgasanlage, je nachdem. Aber ich glaube, wir machen zuerst den Stabi und die Fahrwerksfedern und Dämpfer hinten, weil die Achse muss dafür ein Stück abgelassen werden, dass wir den Stabi rausziehen können. Aber zeigen wir euch gleich mehr. So, wir sind soweit fertig, Abgasanlage ist drin. Ja, wie ihr schon hört, er läuft schon warm. Dann schauen wir noch mal kurz drunter, ob auch alles dicht ist. Dann machen wir noch den Unterfahrschutz hin und dann können wir schon zur Achsvermessung. Leider konnten wir ein paar diverse Teile nicht mitfilmen, zum Beispiel die Achsvermessung, genauso wie den CS-Spoiler. Können wir uns mal anschauen. Der hat ein Alcantara-Lenkrad mit 12 Ummarkierungen bekommen, in blau. Nicht wundern, Antriebsfehlermeldung ist der Flashguard, die Software drauf. Ja, dann, was hat er noch bekommen? Carbon-Spiegelkappen, M-Performance, Original. Neue Michelin Sport 4S als Alltagsbereifung. Ja, Originalmessung können wir uns auch mal anschauen. Die muss ich noch kurz auswerten. Stabile Leistung mit Hardware verbaut, also sprich Pipe Cross Filter, Downpipes von uns, also Olitsky Exhaust Downpipes, Olitsky Exhaust, dann Upcut. 499 PS. Und 636 Newtonmeter, ist ein Competition-Modell, hat Serie 450 PS und ich glaube 550 Newtonmeter Serie, Overboost glaube 600, also perfekt, haut hin. Ja, dann, wenn die Software fertig ist, gleich nochmal messen, Logdaten ziehen und dann schauen wir mal, was so geht. Der Kunde wünscht eine Software-Abstimmung, also heißt für den Track einfach, dass er einen stabilen Drehmomentverlauf hat. Ja, ich
glaube, das werden wir auch realisieren können. Wir sind soweit fertig mit der Abstimmung. 545 PS, 720 Newtonmeter. Echt mega für die Rennstrecke. Der Kunde wollte auch nicht mehr. Wir haben die ProTrack-Felgen wieder runtergemacht, weil die steckt der Kunde immer nur drauf, wenn er auf dem Track fährt. Ja, jetzt fahre ich noch kurz eine Runde und dann gibt es noch ein Carporn. Schönes Wochenende euch und haut mal in die Kommentare, wie ihr das Video fandet.